Freunde, bevor das Video startet, will ich euch heute mal den Instagram-Account von Reset Retro ans Herz legen. Da gibt es nämlich dieses Mal Schutzhüllen zu gewinnen. Startet heute die Aktion. Gewinnen kannst du als Erstplatzierter 50 Hüllen, Zweitplatzierter kriegt 25, der Dritte kriegt auch noch 10 Hüllen. Nach Wahl muss man dazu sagen, ja, ihr könnt euch die Hüllen also aussuchen. Mitmachen ist ganz einfach, guckt mal in die Videobeschreibung, da ist der Link zum Instagram-Account. Instagram-Account einfach folgen, das Bild liken, zwei Kumpels markieren und schon bist du im Gewinnspiel mit dabei. Und Freunde, wenn ihr noch ein paar Schutzhüllen braucht und absolut gar nicht warten könnt, dann könnt ihr auch gerne bei Reset Retro auf die Seite gehen. Mein aktueller Gutscheincode TIKILA86 ist immer noch gültig, gibt immer noch 15%. Und wenn ihr da jetzt bis Montagabend 23.59 Uhr bestellst, gibst du ja 20% auf die ganze Bestellung. Wirkt an deiner Stelle also schnell sein. Wie gesagt, wenn du danach bestellst, auch nicht weiter schlimm, dann gibt's aber nur 15%. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flohmarkt. Dieses Wochenende hat wieder richtig viel Spaß gemacht, richtig geiles Wetter, 27 Grad, nur Sonne, Sonnenbrand inklusive. Karl war auch wieder mit am Start. Wir hatten wirklich eine ganze Menge Fun. Ich glaube, wir waren, lass mich lügen, bestimmt 6 Stunden oder so unterwegs auf vielen verschiedenen Märkten. Natürlich haben wir auch wieder einige geile Sachen gefunden, ne? Das zeige ich euch jetzt natürlich gleich. Ich würde sagen, ihr lehnt euch jetzt mal zurück und genießt die neueste Folge. Dürfen wir schon mal stöbern bei euch? Ja, so nebenbei könnt ihr gucken. Das klingt gut, danke. Hast du noch Filme interessiert? Nee, Spiele nur. Gut, dann kommen die erstmal nach hinten. Mal 18er kann ich nach vorne legen. Ja, genau. Die jetzt gerade hinten sind, ja. Kann ich die Oma nach vorne ziehen? Ja, natürlich. Ja, vorher nur, nicht, dass ich, hier euch euer Konzept durcheinander bringe. Ja, heute noch nicht. Heute noch nicht, na dann ist ja gut. Nach so langer Zeit ist es doch. Das muss ja erst wieder angelernt werden, ne? Kauft das eigentlich. Das Cover aber nachgedruckt, wie schön. Ja. Ja, sind zwei, drei Cover beide wohl nachgedruckt. Ja, das sehe ich schon. Aber also, das Spiel drin ist original noch. Ist aber nicht so schön. Sieht aber scheiße aus, aber egal. Ja. Nur die zwei Marios, glaube ich, nachgedruckt und noch eins war irgendwie Spyro, glaube ich. Ja, ja, ja. Dankeschön. Jawohl. Nee, der ist noch nicht zurückgekommen. Der hat sich ja ganz toll geändert. Muss ich noch mal. Alles fake. Weil der hat jetzt einen Job dabei. Aber nur nächste 3 Monate. Ja. Okay. Auch fake. Schade. Ja. Oh, das ist teuer. Morgen, ich habe mal eine Frage. Hast du Spiele dafür bei? Nein, leider nicht. Alles klar, danke. Avatar. Oh. Oh. Ist das nur ein Helm oder was ist das? Das war genug. Kommst du denn bei dir? Nee. Und da ist doch ein Spiel drin. Wir sehen. Eine Figur, wa? Oder was ist das? Eine Figur, ja. Hört auch dazu? Ich kann mich da mit dem Spiel nicht aus. Chef, was willst du denn dafür haben? Ei. 10 hätte ich gesagt. Mach mal 20. Ach, okay. Du holst nur eine kleine, die Figur da. Ja, aber die macht ja nicht 10 Euro aus. Nur die Figur alleine bei Internet, 50 Euro. Ach so. Ja, dann verkaufst du, dann verkauf doch im Internet, ist doch okay, kein Problem. Bei 20 Euro ist gut. Bei 15 nehme ich. Dann
Dankeschön. Hast du noch Spiel, noch irgendwie noch Spiele oder so? Playstation-Spiele hast du nicht, ne? Alles klar. Was geht ab, Baby? Schick. So, habt ihr gesehen, für Killzone, die Collectors Edition für die PS3 haben wir da gefunden, beziehungsweise der Karl. Der Zustand vom Inhalt, der war echt noch gut, da war teilweise noch eine Schutzfolie drüber. Der Helm sah auch relativ unbenutzt aus. Das Einzige, was hier fehlt hat, war das Spiel selbst. Der äußere Zustand der OVP war leider nicht mehr ganz so schön. Dafür auch nur 15 Euro, also ich würde sagen, Top-Preis. Morgen. Morgen. iToy, iToy. Nicht Kopie, Original. Wie bitte? Original, nicht Kopie. Ja, du, ich habe noch nicht anders behauptet. Na ja, danke, danke. Morgen. Morgen. Preise stehen da mal drauf, oder hast du im Kopf? Habe ich teilweise im Kopf. 18, 10er. 10er. So cool ist auch nicht verkehrt, ja? Devil May Cry. Scheiße, Cover hier gerissen. Ja, kann man ja umtauschen, oder? Für die andere hier? Nee, das Folie Papier ist gerissen. Ach so. Wenn ich das darüber mache, ist er trotzdem gerissen. Ja, ich hab wieder erst kurz die Folie, Entschuldigung. Willst du das hier mitnehmen, oder was? Alle jeweils ein 10er, oder was? Ja. Gut, mach zusammen. Mal den ultimativen Preis. 25. Ja. Ich hol die Geld raus. So, ja? Dankeschön. Passt. Schönen Tag noch. Ja, an diesem Stand gab es dann relativ günstig PlayStation 4 Spiele. Ich weiß nicht, ob er sich zu Hause ausgemistet hat oder so. Ihr habt ja gesehen, der hatte eine ganze Menge dabei. Wir haben uns da auch für ein paar Games entschieden. Ich habe mir zwei Games mitgenommen, Karl hat sich eins mitgenommen. Bei mir gab es The Last of Us Remastered für die PS4. Findet man in der Edition gar nicht mehr so leicht. Was du mal ganz oft siehst, ist diese PlayStation Hits Version mit diesem roten, ja, mit dieser roten Banderole da oben oder was das sein soll. In der Edition, in der normalen, gar nicht mehr so leicht zu finden. Zustand hier auf jeden Fall einwandfrei. Beilegzettel ist mit dabei, CD sieht wunderbar aus. Und dann haben wir noch einmal Jedi Fallen Order in der Deluxe Edition. Deluxe Edition, denke ich mal, dass wieder alle DLCs mit drauf sind oder so. Ich habe keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht so genau sagen. Es gibt immer so viele verschiedene Versionen für sämtliche Spiele, da blicke ich absolut gar nicht durch. Auch hier kannst du absolut nicht meckern, Zettelchen mit bei, CD auch erst rein. Und da habt ihr mal gesehen, für den Karl gab's dann Cyberpunk 77 mit diesem Pappschuber drüber. Wir haben bezahlt 25 Euro für alle drei, also Top-Kurs auf jeden Fall. Moin. Die hier. Und was kostet der komplett? Okay. Aber dieses Lenkrad kostet 35 Euro. Bitte? Euro. Ja, das können wir ja rauslassen zur Not. Dann kaufst du das einzeln. Von dem weg. Ist ja Blödsinn. Wir können jetzt 20 mal fahren. Naja.
So, ich glaube, PlayStation, hast du gesehen, wer ist von den Gegnern? Einzel willst du ja nicht abgeben, ne? Nee, will ich jetzt. Ist voll gut. Ja, überleg dir. Und die PlayStation? Ja, wirklich. Ich wollte eigentlich auch alle drum und dran haben mit dem Lenkrad. Mit dem Lenkrad? Ah, der Lenkrad ist. Ist aber mit Force Feedback. Für PS2 oder? Nee, ja, wirklich nicht. Ja, PS2. Was? Ist alles PS2. Das PS2, das Ding? Ja. Mit Force Feedback schon? Das ist alles aus ihrem Haushalt, deswegen. Ja. Was wolltest du dafür haben? Ja, 120 für alle. Für die Wii, für das Lenkrad, für die PlayStation 120. Ja, nee. Okay. Wir kicken mal weiter, gut. Ja, klar. Erstmal. Danke, ne? Ach Gott. Hm? Hey. Die sind ja so alt wie ein Baum, wa? Left 4 Dead 2. PC aber, oder? Nee, das ist nicht immer. Oh, das war mehr PC. PC. Alter, da noch ein PC weg. Ja. Oh, nee, das geht nicht, wa? Nee. Habt ihr auch Spielkonsole bei, Schatz? Wie bitte? Spielkonsole? Habt ihr das auch bei? Nee. Das alles hier, welche diese PC-Konsole? Egal was. Na, wir haben die PS da. Ach so, das ist egal, ja. Den da mein. Aber Spiele dafür hast du nicht, ne? Das ist alles nur Computer eins, hier. Ein Spiel haben wir da. Ja, nicht. Ja, ein bisschen leicht kratzy, aber ist okay. Was denn dafür haben denn? 8 Euro. 8 Euro? Ja. Maximal 3. Ja, krieg dafür nicht hin. Mach mir die Hälfte und dann ist gut. Hier, dann ist gut. Die Hälfte 1,50 also? hier ist gut, ja. Selbst das kann nicht werden, du kannst alle neben einstellen. Den weißen Controller, darf ich den mal sehen? Ja. Oh ja. Da ist ein Popel dran. Was wollt ihr für einen Controller haben? Beide? Nee, ich glaube nur der. Ach, das ist schon schmierig, dieser. Ja, musst du noch alles sauber machen. Ja. War alles im Keller. Wir wissen gar nicht, was in den Taschen ist. Er funktioniert. Ach, wie bist du? Fertig. Ja, was wolltest du haben für einen Controller? 12. Okay, nee, das kommen wir nicht zusammen. Was willst du geben? Höchstens 5 Euro. 5? Ja, höchstens. Mach wir 7, dann ist gut. Nee, leider nicht. Also dafür ist er leider nicht schön genug. Also das ist 6, okay. Die Hälfte. 5 Euro gebe ich dir. Danke dir, ja. Ihr seid ja noch ein bisschen beschäftigt, ne? Ja. Danke erstmal. So, hier gab es für Karl jetzt das Spiel X2 für die PlayStation 1 in der Bigbox-Hülle. Zustand war eigentlich okay, CD hatte wegen ein paar leichte Kratzer, war aber vollständig, CD war dabei, Anleitung war auch mit da drin. Und für mich gab es einen PS2-Controller, der, ja, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen konnte, der anfangs doch sehr, sehr, sehr eklig und schmutzig aussah. Er hatte überall in sämtlichen Ritzen war Dreck, vorne waren Dreckklumpen drauf, hinten waren Dreckklumpen drauf. Den habe ich jetzt für einen 5er mitgenommen. Den habe ich jetzt auch schon so, ja, schon gebadet, ja, also komplett auseinandergebaut. Den mal richtig schön im Wasser gebadet. Und ich glaube, das sieht man auch, das sieht jetzt wieder richtig gut aus. Ja, der ganze Dreck ist hier runter, alles, was so in den Ritzen drin war. Ich weiß nicht, ob man es vorher auf dem Video alles so genau sehen konnte. Auf jeden Fall sieht er jetzt wieder astrein aus. Das Einzige, was jetzt hier neu gemacht werden muss, dass hier der eine Stick ausgetauscht wird, weil der innen drinne da so an dieser, wo der Stift drin kommt, diese Halterung leicht gebrochen ist. Das heißt, der lässt sich immer so ganz ziemlich leicht rein und rausziehen. Ist nicht weiter schlimm, so ein kleiner Stick kostet nicht viel Geld. Und wie gesagt, das Spiel für Karl gab es jetzt für 4 Euro. Controller für einen 5er ist da halt super. FIFA 14. Nee, das ist nichts. Morgen. Was hast du denn da noch Schönes? Wie bitte? Was hast du denn da noch Schönes? Das ist für PlayStation 2. Soll ich mal gucken? Ja, natürlich. Fein hin? Nee. Sollen hier eins kosten denn, Chef? Alle drei, 6 Euro. Zusammen? Ja. Also eins, zwei? Ja. Die Beine für 3 nehme ich. Das nicht hier, da fehlt leider Zettel drin, guck.
Was willst du für die PlayStation hier? Hast du noch Controller? Nee, hab ich nicht. Ach, hast gar nichts? Nee. Ach so, nicht nur die Kabel oder so. Also ohne Controller. Ist nichts. Danke sehr. Wir danken. So ein paar Meter weiter gab es dann PlayStation 2 Spiele, und zwar Mortal Kombat. So aus, als wenn er die ganze Serie dabei hat. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viele Mortal Kombat Spiele für die PlayStation 2 gibt. Wir haben uns jetzt für zwei Stück entschieden. Die eine hatte keine Anleitung, deswegen haben wir mitgenommen Mortal Kombat Deadly Alliance. Spiel ist an dieser Stelle auch komplett. Und dann gab es auch eben mal Mortal Kombat Deception. Auch hier vollständiger und guter Zustand. Ja, manchmal kicken wir die haben. Wer ist hier Chef? Wer ist hier Chef? Wer ist Chef hier? Der Chef, was willst du hier für haben? Diese 10er. 5er gebe ich, ja? Nein, 10er, das ist arg. Ja, da unten. Ja. Komm, ein bisschen, komm mal ein bisschen. Schwester und Kind. Oder Mama und Kind. Lass uns 8 Euro machen, okay? Okay. 2 Euro? Ja. Super, ich danke dir. Ja, und dann Begeisterung bei mir ja immer, ne? Endlich mal wieder ein bisschen was von Alf gefunden. Und zwar diesmal gleich zwei Kuscheltiere, wie die Verkäuferin ja sagte, Mama und Tochter oder Schwester und Tochter oder was, auf welche Idee da gekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht kennt sie Alf wahrscheinlich auch ja nicht. Habe ich lieben gerne jetzt mitgenommen für 8 Euro. Ja, ein 10er wäre auch okay gewesen, aber ein bisschen handeln will man ja immer. Wie gesagt, hier immer dieses große Kuscheltier, ich glaube, der 45 cm Variante ist das. Die ist leider nicht, ob man das erkennen kann. Ist auf jeden Fall Copyright Alien Productions. Und dann gab es hier nochmal diesen kleinen Alf. Auch richtig niedlich, kantig oder nicht. Der hat hier ganz flache Hände. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie vielleicht so verknoten kann oder so. Vielleicht erkennt man es hier ein bisschen besser. Der ist auch original, allerdings von Bully, nicht von Alien Productions. Also beziehungsweise Bully ist der Hersteller hier. Ja, wie gesagt, 8 Euro, einwandfreier Preis. Habe ich sehr, 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 sehr gerne mitgenommen. Karl, polyphone Klingeltöne. Hier ist der Kabel, das ist. Wenn mir jetzt auf den Kopf wüsste, welche beendet ist. Boah. Schade, wenn wir jetzt ein paar Jahre weiter wären, könnten wir mal unterwegs im Internet kicken, aber nee. Bist du da? Die Mummi? Mhm. Die Mami? Ich hab richtig Maskenschweiß. Maskenwasser. Schweiß. 1 Euro? Das hab ich. Dankeschön. Dann gab es an diesem Stand jetzt nochmal die Mumie für PlayStation 2, hat Karl da aus der Kiste rausgefischt. Hat jetzt bezahlt 1 Euro. Ja, da kannst du wohl absolut nicht meckern, oder? Ei, hey, was ist denn Feines? Weihnachten. Ich mag Weihnachten. Ist ja was Tolles entdeckt, Karl. Ja, ich guck mal, hier Schenkel. Ist das ein Film? CDI. Video-CD, ja. Da sind zwei von drin. Tatsächlich? Ja, beide Originalverpackungen. Ach ja, dann warum? Was sind die Kosten, junge Frau? Ja, was ist das da? Was ist denn da mit Star Wars da? In eBay zu setzen. Da werden sie irgendwie. Ach, Lego Star Wars. Ich dachte auch Musik. Ich hab so ein Ding, das Ding. Na dann ran an der Buletten. 2 Euro bis dann pro Stück. Nö, der Rest ist für den Kaffee. Na dann los, tschüss. Echt? Ja. Hier an diesem Stand war jetzt echt interessant, hat Karl einen richtig geilen Fund gemacht. Und zwar Star Trek Filme fürs Philips CDI. Ich weiß nicht, CDI, ja, ich denke, einige von euch werden es sicherlich kennen. Ist so eine, ja, ich sag's mal, Multimedia-Konsole von früher. Die hat doch, da konntest du unter anderem, wie sie, also Musik-CDs oder Audio-CDs hat die abgespielt. War tatsächlich auch eine Spielekonsole gleichzeitig, ne? Da gab es sogar ein paar Nintendo-Klassiker. Ich glaube, 3 Zelda-Spiele und ein Mario-Spiel gab es sogar für Philips CDI. Frag mich jetzt da nicht nach den genauen Titeln, ist aber auch nicht so wichtig. Und die spielt halt auch diese besagten Video-CDs ab, die Karl da gefunden hat. Die waren jetzt sogar sealed, also ich glaube, das war schon ein richtig geiler Treffer. Findest du, glaube ich, nicht mehr allzu oft. Und meines Wissens nach auch nur auf dem CDI abspielbar. Das heute auf dem Computer so mit einem normalen CD-Laufwerk abspielbar ist, weiß ich nicht. Aber damals halt, wie gesagt, exklusiv fürs CDI, würde ich sagen, richtig geiler Fund. Ja, und der Preis war natürlich 2 Euro pro Stück für eine Granate. Boah. Siehst du. Ohne gebrochenes Scharnier?
Das sehe ich auch nicht. Netzteil ist nicht dabei. Nee, nee, das liegt da nicht. Was kostet denn hier so einer? 4 Euro. 4? Also, nee, die andere war 4 vorne. Welche? Diese, der graue? Ja, die schwarze, Entschuldigung. Diese ist 5 Euro Stück. Die 10er. Hey, was ist jetzt für vorne? Verstehe ich nicht so ganz. Ich dachte, das ist. Ja, zeig mal, was du meinst. Meinte diese? Das ist 3 Euro, das ist 3 Euro. Und diese? Diese ist 5 Euro Stück. Ja, machst du 8 Euro zusammen, oder? 5 Euro Stück, das ist nicht voll. Und was willst du für den? 10er. Dann machen wir jetzt den Preis zusammen. 20. Mach mal einen guten Preis für beides. Wir wissen ja, weißt ja nicht, ob funktioniert. Wohnungskauflösung. Bestimmt, ja. Das muss funktionieren. Willst du den nehmen für einen 10er, oder? Nee, 10er ist nicht gut. Ich hätte jetzt für alle 15 gesagt. 15 zusammen, ja. Für alle drei. Zu wenig. Dann lass das, mach mir nur das Kino, dann ist hier. Dann gebe ich dir hier einen. Okay, danke schön. So, dann waren wir ein paar Minuten später nochmal bei der Dame, die Alfs verkauft hat. Da lagen dann auf einmal Controller rum, unter anderem auch der Advanced, den ihr da gerade im Video gesehen habt, den haben wir aber nicht mitgenommen. Hat sich dann irgendwie, ja, war das Risiko einfach zu groß für das Geld. Allerdings habe ich hier zwei schöne Controller mitgenommen, und zwar einmal einen grauen PlayStation 1 Controller, Analog-Controller, in wirklich sehr, sehr schönen Zustand. Da kannst du wirklich absolut nicht meckern. Für den 5er jetzt mal mitgenommen, wieso nicht? Und dann noch mitgenommen für die PS1 ebenfalls einen Controller. Das sind ja diese weißen Controller, ne? Die sehen ja mal ein bisschen weißer aus, beziehungsweise sind ein bisschen heller als die von der normalen PS1. Auch im super Zustand, auch im 5er. Ja, ich habe versucht, ob sie 8 Euro macht, weil sie anfangs meinte, sie will da 4 Euro pro Stück, hat sie sich dann aber nochmal umentschieden, nur 5. Wollte sie nicht, naja gut. 5 Euro ist trotzdem okay, denke ich, habe ich auf jeden Fall so mitgenommen. Was ist das? 10er. 10er? Sag mal, hast du noch YouTube, da mal hoch. Kick mir da erstmal ein Rohr an. Ach, die kann man aufsetzen, oder was? Ja. Ach so. Kann der irgendwas Elektrisches? Nö. Aber da ist da ein Kabel drin, oder? Oh nein, das ist ein Band. Ach, ich dachte hier, warte mal, mach mal zurück. Da ist doch Kabel hier. Tata. Was kann der? Was kann der? Ey, bestimmt so ein Stimmenverzerrer. Das kann natürlich sein. Will Batterien irgendwo drin? Kannst du ja mal noch probieren zur Not, wenn du mitnehmen willst. Die Frau bringt mich um. Ja, nehmen wir noch was mit? Ist schon bei YouTube losgeworden, deine Spiele, oder? Ja, fast alle. Naja. So gut. Lohnt sich das wenigstens noch. Ich danke dir. Tschüsschen, gleichfalls, ciao. So, und dann kommen wir zu dem Highlight-Fund, beziehungsweise zu Karls Highlight-Fund. Der hat sich da gefreut, wie so ein kleiner Schneekönig auf jeden Fall. Der Helm von Fallout. Fallout für die PlayStation. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Generation der Helm ist, ob das jetzt PS3 oder PS4 ist. Da in diesem Fallout-Game bin ich nicht so tief drin, ehrlich gesagt. Hat er aber mitgenommen für einen 10er, wirklich Ast rein. Also da kannst du wirklich überhaupt nichts sagen. Wir waren völlig verblüfft, dass der da nur einen 10er für haben wollte. Das Ding leuchtet. Stimmenverzerrer ist damit drin. Also wirklich ein richtig geiler Fund, gerade für Karl, der so wirklich, der steht ja auf Fallout, ist ja wirklich genau seins. Also wie gesagt, richtig, richtig geiles Ding. Guck mal, da ist noch die Collectors Edition von Mario Rabbids Kingdom. Hast du die? Die habe ich gerade zu Hause. Ich sehe, aber ich weiß nicht, ob die mit dem Spiel ist oder ohne. Da ist das Spiel nicht mehr bei. Nur die CD. Die Musik-CD, wa? Aber die spielen nicht. Die spielt nicht mehr. Das ist schon, das ist ja auch schon Schrott, ja. Ein bisschen die Wurzel. Das ist. Also habe ich hier einen Schweißfleck? Ja. Ivi Pui. Ja, Freunde, das war's mit dieser Folge leider schon. Nächste Woche geht's auf jeden Fall weiter. Ich war ja mit Karl noch ein bisschen woanders unterwegs, auf anderen Märkten. Da haben wir auch noch wirklich ein paar sehr schöne Funde und ein paar schöne Aufnahmen dabei. Wie gesagt, Wetter war richtig bombig. Flohmärkte laufen wieder wie eine Eins. Also war wirklich voll wie sonst auch. Also ja, als wenn Flohmärkte irgendwie nie pausiert hätten oder so. Echt krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell wieder geht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn du ebenfalls so auf Retro-Schießweg, gerne noch ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.